So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute geht es wieder um Call of Duty Modern Warfare 3. Wir spielen hier jetzt gerade mit der Skal L, weil es einfach eine wirklich fantastische Waffe ist. Wir haben sie schon in Gold freigeschaltet, jetzt mittlerweile. Nur wir haben sie noch in sozusagen im Herbst. Heute werde ich euch so ein bisschen erklären, wie man sich schneller auf die höheren Level bringen kann. Das heißt, wie man sich schneller leveln kann mit ein paar kleinen Tricks und Tipps. Das ist auch gar nicht, man braucht kein Aimbot, kein Hack oder sonst was. Also es ist ganz einfach und das kann auch jeder machen. Wir spielen hier gerade mit Thermalsicht. Da wir gerade dabei sind, bei der Skal L alle Aufträge fertig zu machen, macht ziemlich Spaß, finde ich. Das mit der Thermalsicht, das ist jetzt alles hier gerade so ein bisschen nachkommentiert. Also, wir haben das Video schon früher aufgenommen. Ist auch nicht unsere beste Runde. Also, wir sind aber alle über in den ganzen Maps noch nicht so sicher. Also, wie man sieht, wir sind hier nicht gerade die Oberprofis. Aber wir haben so ein bisschen Anfängerwissen schon, bringen mit an den Tag. Und ich denke mal, dass das schon reichen sollte, um euch so ein bisschen zu erklären, wie man schneller Level up wird. Also ich kann als erstes mal nur empfehlen, wenn man bei den Abschussserien die Spezialabschussserien nimmt, da kann man nämlich auswählen zwischen den ganzen verschiedenen Sachen. Und man braucht immer 2, 4 und 6 Abschüsse. So, wenn man diese 6 Abschüsse geschafft hat, dann kriegt man pro Kill schon um die 250, 300 Punkte. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Also ist ziemlich gut. Damit kann man auch sich wirklich schnell leveln. Ist aber jetzt auch noch nicht der Mega-Tipp. Dazu kommt, dass ihr vielleicht Headliner benutzen solltet. Da braucht ihr halt einen Abschuss weniger, dann geht das alles wesentlich schneller. Wenn ihr mal sterbt, dann dauert das nicht so lange, bis ihr das wieder zusammen habt, aber es geht ziemlich, ziemlich schnell, wenn man das mit Headliner macht. Und man kommt auch schnell Level up, da man immer ziemlich viele Punkte kriegt durch die ganzen Zusatz, Dinger. Ja. Dazu kann ich nur empfehlen, dass ihr Teamverteidiger spielt. Denn bei Teamverteidiger kriegt man manchmal den Bonus mal 2. Das heißt, wenn ihr 300 Punkte kriegt, kriegt ihr die ganze Aktion mal 2. Das steht da auch, das kann man ganz gut erkennen. Und ja, wie ihr gerade gesehen habt, also bei den S-Minen, falls ihr es noch nicht wisst, wenn die explodieren, oder wenn man dieses Klingen hört, dass sie gerade hochfliegen, dann muss man sich einfach hinlegen, weil die explodieren nur in Kopfhöhe. Komischerweise. Da muss man sich einfach hinlegen und dann hat man, sozusagen wird man nicht verwundet und kann gleich weiterspielen. Aber das gelingt mir persönlich noch nicht so gut, da ich, das nie höre. Wir sind auch auf den ganzen Maps, wie gesagt, noch nicht so sicher. Das kommt noch alles. Dann werden wir auch die höheren Abschussserien nehmen, damit wir auch bessere Sachen machen können. Es ist auch spannender, wenn man dann mal eben so einen Reaper freigeschaltet hat. Macht auch mehr Spaß, anstatt immer sich nur Vorräte runterliefern zu lassen. Aber das kommt erst, wenn wir wirklich besser geworden sind. Ja, wir sind auch gerade dabei. Wir haben jetzt uns so ein paar Lieblingswaffen in unsere Klassen gemacht. Unsere eigenen Klassen, also wie gesagt, die Skal L, dann die MP7, die MK14 und so weiter. Das habt ihr schon alles im anderen Video gesehen. Ich bin, wenn ich ehrlich sein soll, von dieser Map, die wir hier gerade spielen, nicht so ein großer Fan. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe so manche Lieblingsmaps und manche mag ich eher nicht so. Und ja, ich weiß auch nicht, das ist einfach hier nicht so meine Map. Haben wir jetzt einfach mal irgendein Spiel genommen, weil wir einfach nur was brauchten, was wir hinterher kommentieren konnten. Aber ist ja eigentlich jetzt auch egal. So, was ihr auch noch seid, so kleiner Tipp, ihr könnt Abschuss bestätigt spielen.
da kriegt man sozusagen pro Kill doppelte Punkte, weil man diese Marken, die Marken, die man da hat, muss man einfach nur einsammeln. Man kann auch die Marken von anderen einsammeln, also wenn ein anderer jemanden gekillt hat und du sammelst die Marke ein, kriegst du selbst und er Punkte. Wenn ihr das mit Freunden zusammenspielt, dann könnt ihr euch immer gegenseitig die Marken einsammeln, weil ihr dann zusammen mehr Punkte kriegt. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Und, ja, das ist, alles ganz soweit so gut. Also, man kann auch die Abschüsse von den anderen, falls einer aus eurem Team gekillt wird, könnt ihr auch den Abschuss verwehren. Heißt, dafür kriegt ihr auch nochmal 50 Punkte. Und wenn man da ordentlich killt und ordentlich Marken einsammelt, schafft man schon mal die 2.500, 3.500 Punkte pro Runde, wenn man sich konzentriert zu machen. Kann ich auch nur empfehlen, da es einfach viele Punkte bringt. Und ich finde, dass es auch recht Spaß macht. Ich weiß nicht wieso, aber meine Lieblingsmap ist Arkaden. Da ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Ich bin da einfach richtig eingespielt und es macht mir total Spaß. Da ich so ein bisschen mehr draufgängerisch spiele und nicht so viel campe. Ich spiele aber auch, wenn ich ehrlich sein soll, gerade mit der MP9, glaube ich, auf Akimbo. Aber das wird sich noch ändern. Wir wollen erst nur alle Waffen auf, also alle Sekundärwaffen auf Rang 10 bringen, damit wir dann die große Auswahl haben, falls wir mal irgendwo auf irgendeine andere Map spielen. Ja. Ja, wie gesagt, wir haben die Skal L jetzt fast alle Aufträge fertig. Ich kann diese Waffe wirklich nur empfehlen. Die ist wirklich eine wunderschöne Waffe, mit der macht es echt Spaß zu spielen. Und mit Thermalsicht ist gewöhnungsbedürftig, aber es ist wirklich krass. Also, was man damit alles erreichen kann, durch Wände schießen und so, geht auch, wenn ihr die, wenn ihr es nehmt, dass die mehr Durchschlagskraft haben. Aber, ja. Was ich dann als allerletzten Tipp für euch noch habe, ist, wenn ihr entweder das Spiel kauft oder ins erste Prestige kommt, das ist irgendwie immer unterschiedlich, ich weiß nicht wieso. Bei uns ist es so, wir hatten am Anfang im Prestige-Shop keinen ersten Punkt. Andere hatten dafür, gerade als sie das Spiel gekauft haben, schon ihren ersten Punkt, also ihre erste Sache zur Freischaltung. Ich weiß jetzt nicht, wie die da heißen. Jedenfalls kann man da für 2 Stunden lang doppelte EP kaufen. Bedeutet, dass ihr 2 Stunden lang eure EP mal 2 kriegt. Wie schon im Namen, doppelte EP. Hätte ich eigentlich gar nicht erklären brauchen. Klärt sich auch von alleine. Wenn man diese doppelte EP kauft und gerade im ersten das erste Prestige gekommen ist und wieder versucht von Level 1 sozusagen hochzukommen, dann bringt dieses doppelte EP dazu vielleicht noch Headliner nehmen, diese 5 Abschüsse machen und dann kriegt ihr wirklich schweinescheiße viele Punkte. Da man so einfach diese 300 Punkte dann nochmal doppelt kriegt. Und wenn man dann vielleicht auch Teamverteidiger spielt und das nochmal doppelt kriegt, ich weiß nicht, ob das geht. Aber wenn man sozusagen die Punkte mal 4 kriegen würde, ich weiß nicht, ob es geht. Wie gesagt, wir sind noch Anfänger. Das wäre schon geil. Also, ja, jedenfalls kann ich diese paar Sachen nur empfehlen, wenn ihr euch schnell hochleveln wollt, um irgendwelche Waffen freizuschalten oder sonst was. Ich habe jetzt auch gar keine so großen Gesprächsthemen hier mehr. Wir werden jetzt so ein paar Let's Fails machen, unsere besten und schlechtesten Kills oder so zusammenschneiden. Werden wir auch bald hochladen. Dann werden wir unsere Let's Fail-Reihe immer weiterführen. Also da kommen die besten Videos. Falls ihr gerne so lustige Videos oder so guckt, dann könnt ihr da ja mal reinschauen und könnt uns abonnieren, falls ihr davon mehr sehen wollt. Denn wir versuchen wirklich nur die besten Videos rauszusuchen und die für euch da zu machen. Aber naja. Wir werden in den nächsten Videos euch ein paar Tipps und Tricks geben, wie ihr noch so die Waffenränge hochkriegt und so weiter. Die Runde war jetzt vielleicht nicht so die beste, aber
Ich habe ja schon erwähnt, dass wir in den Maps einfach sicherer werden müssen. Und da bemühen wir uns jetzt. Wir sind gleich im ersten Prestige, also wir sind schon Level 80. Und ich würde jetzt einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Hoffentlich hat das geholfen. Abonnieren, kommentieren und liken. Und ciao.